Nochmal zurück zur Müllverbrennung. Wie schlecht ist es jetzt tatsächlich für die Luft? Ja, im ersten Moment klingt es natürlich irgendwo schlecht und auch furchtbar viel Abgasen, aber was wäre die Alternative? Ja, ich wollte gerade sagen, wir haben keine Alternative. Gut, finde ich es nicht. Wieso wird denn der eigentlich überhaupt verbrannt? Ist das notwendig, dass der verbrennt werden muss? Warum wir unseren übrigen Müll verbrennen? Das ist ganz einfach erklärt. Jährlich entstehen rund 52.000 Tonnen Restmüll und 15.000 Tonnen Holzabfälle in der ZAK-Region, die nicht wiederverwendet werden können. Das sind in etwa 8.400 Lkw-Ladungen. Und das in nur einem Jahr. So sind in den letzten 23 Jahren rund 1,3 Millionen Tonnen Rest- und Holzmüll angefallen. Stellen wir uns mal vor, wir hätten diesen ganzen Müll nicht durch Verbrennung beseitigt. Dann hätten wir jetzt, nach 23 Jahren, ganze 163.000 Lkw-Ladungen. Das wären sogar so viele LKWs, dass sie aneinandergereiht die gesamte Autostrecke von Kempten bis zur Stiefelspitze von Italien blockieren würden. Also eines steht schon mal fest. Unsere Müllmassen müssen entsorgt werden. Und das Ganze natürlich so nachhaltig wie möglich. Den Müll dann allerdings zu verbrennen, das ist aber so gar nicht nachhaltig. Oder vielleicht doch? Unser gesamter Rest- und Holzmüll landet hier, im Holz- und im Müllheizkraftwerk in Kempten. In modernsten Öfen wird der Müll dort kontrolliert verbrannt. Übrig bleiben Schlacke und Rauchgas. Die Schlacke wird als Baustoff in Deponien verwertet. Das Rauchgas wird natürlich nicht einfach so in die Luft geblasen. Es läuft durch einen fünfstufigen Reinigungsprozess. Dabei werden Schwermetalle in einem Elektrofilter abgeschieden, Chlorwasserstoff und Schwefeldioxid ausgewaschen, Stickoxide, Dioxine und Furane abgeschieden und der verbliebene Rest in einen Flugstromabsorber herausgefiltert. Klingt kompliziert? Ist es auch. Kein Wunder, dass unsere Kemptner Verbrennungsanlagen zu den modernsten in Europa gehören. Die Luft, die unsere Heizkraftwerke verlässt, ist zu nahezu 100% rein. Sie unterschreitet die deutschen Grenzwerte im Schnitt um 95%. Und dabei sind die deutschen Vorgaben ohnehin weltweit die strengsten. Wir verbrennen unseren nicht wiederverwendbaren Müll also, um nicht von Müllbergen verschluckt zu werden. Und das Ganze ist auch noch sauber. Aber es geht sogar noch einen Schritt weiter. Bei der Müllverbrennung wird das heiße Rauchgas genutzt, um Strom und Fernwärme zu erzeugen. In unseren Kemptner Anlagen entsteht dabei jährlich Strom für 20.000 Haushalte und Fernwärme für 18.500 Haushalte. Damit kann ganz Memmingen mit Strom und Wärme versorgt werden. Dabei werden jährlich übrigens 36 Millionen Liter Heizöl und 66.000 Tonnen CO2 eingespart. Das entspricht ca. 10% des CO2-Aufkommens der gesamten Stadt Kempten. Müllverbrennung ist also gar nicht so schlecht, wie man vielleicht meinen mag. Ganz im Gegenteil, es ist sogar notwendig. Und ganz nebenbei hilft es, Ressourcen wie Kohle, Erdgas und Erdöl bei der Energiegewinnung einzusparen und reduziert dadurch unseren CO2-Ausstoß. Krass, also wenn man das dann irgendwie alles mal zusammenfasst und bedenkt, ist Müllverbrennung gar nicht so schlecht, wie jeder denkt. Ah, das ist ja toll, das habe ich jetzt nicht gewusst, aber das beruhigt einen dann eigentlich auch mit Luftverschmutzung und mit allem. Also finde ich ganz klasse. Das ist wirklich beeindruckend. Also finde ich auch.